Hallo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich an neue Zuschauer. Ja, neues Projekt auf meinem Kanal. Ich habe ja den Xbox Game Pass für 12,99 €. Gibt auch eine günstigere Variante, kostet glaube ich 3,99 € im Monat. Aber ich habe für 12,99 € im Monat auch 50 Xbox One Spiele. Sogar mit einem richtig geilen Titel, Red Dead Redemption 2. Ich habe schon alles vorbereitet, ich brauche bloß für die Xbox One. Wir müssen das ja streamen. Das Spiel habe ich schon gestreamt. Das gab es nämlich auf dem PC noch nicht unter Windows 10. Ja, und wir müssten eigentlich jetzt im 4K unterwegs sein. Achso, das hatte ich vorhin auch mit dem Controller. Wir zocken auf dem Cloud Gaming Rechner von ShadowTech für 12,99 € im Monat momentan. Nochmal nach. Schauen, ob ich habe das eigentlich vorher alles schon eingestellt. Ja, 2160p. Wollen wir mal sehen. Also wir haben natürlich, die Qualität ist auf Medium. Ne, die soll auf Ultra. Ob er das packt, der Rechner, das weiß ich nicht. Ich krieg Ende Sommer den stärksten Cloud-Rechner für 40 € im Monat, aber der hat dann auch eine Grafikleistung von der Titan und so ein PC wird über 2000 € kosten. Ja, das dazu. So, V-Sync lassen wir aus. Kurz warten. Die Windows 10 Spiele, also von Xbox, Play Anywhere und so, mache ich auf eine zweite Festplatte. Die habe ich mir dazu gekauft. Ich glaube 3 € im Monat mehr. Also ich bezahle jetzt 15 € oder 15-16 €. Dann habe ich nochmal 265 GB. Na, wir brauchen ein bisschen Geduld. Ja, und das ist jetzt keine SSD. Die normale Festplatte vom Cloud-Rechner ist eine SSD mit 256 GB. Ja, aber genau, so sieht das aus. Ich weiß gar nicht, warum das so lange dauert, die Grafik zu verstellen. Na gut, ihr könnt das vorspulen, wenn für ungeduldige Leute könnt ihr gerne vorspulen. Ja. Heute ist Freitag, der 19.06., 20.30 Uhr. Ja, ich habe den Akala-Quell. Währenddessen wir jetzt hier warten, kann ich euch das ja sagen. Da kommt aber auch noch ein Video auf meinen Kanal, was ich auch verwenden darf. Dann wisst ihr, wo ihr das Gerät kaufen könnt. Das ist ein Standwasserfilter. Acala-Quell. 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 Ja. Kostet in der Anschaffung erstmal ein bisschen mehr Geld. Aber sonst habt ihr astrein sauberes Wasser. Auch zellverfügbares Wasser. Ich mache das jetzt schon 2 Wochen. Ich habe den seit dem 4.6. habe ich das Gerät hier. Jetzt haben wir den 19.6. Ja, ich habe die kleine Variante gekauft. Die kostet standardmäßig 200 €. Mit allem drum und dran, mit einem Edelstahl-Wasserhahn von unten zum Abzapfen 250 €. Könnt ihr aber auch auf Raten kaufen. Ja, werden so 20 € im Monat sein. Könnt ihr aber auch jederzeit komplett abbezahlen. Müsst ihr nicht die Raten dauerhaft weiter bezahlen.
So. Und den kann ich wärmstens empfehlen. Nach 2 Wochen. Aber aktuell haben wir 35 Bilder. Wenn das natürlich so bleibt, werden wir die Grafik... Wir wollen erstmal sehen, was uns hier erwartet, weil... Das erste Mal, als ich Metro Exodus gespielt habe, habe ich das gestreamt von der Xbox One. Und da ist natürlich die Grafik von der standardmäßigen. Ich habe die zu Release schon hier, die Xbox One. Sollten wir jetzt hier deutlich bessere Grafik haben. Wir haben jetzt auch 4K. Allein schon durch das 4K. Aber ob der Cloud-Rechner, den habe ich schon über ein Jahr. Der hat eine Grafikleistung von der 1080er. Genau. Der Prozessor ist ein bisschen schwach auf der Brust. Aber Wild 3 zum Beispiel oder Forza Motorsport 7 können wir alles in Ultra zocken. Hier könnte das schon schwierig werden. Wollen wir mal sehen. Es geht los. Alles klar. Ach so. Ach, ich hoffe, dass das... Es kann natürlich sein, dass es auf Englisch ist. Leider sind viele Spiele nicht auf Deutsch. Ich erinnere mich an das Leben vor dem Krieg. I remember that we used to be different. Used to live up there, on the surface. We used to be the masters of the whole world. We built gigantic cities of glass and steel. We crossed the oceans at will. And we also conquered the skies. There used to be 7 billion of us. We were not born for life in the tunnels. I was born to breathe fresh air, and I remember it. The 7 billion were wiped out by the last war. Only 50,000 managed to survive underground, with the surface poisoned, burned, and teeming with horrible monsters. One day, the radiation on the surface might subside, and our grandchildren or their grandchildren might be able to return there. At least that's what my brothers in arms from the Order believe. Basically, there was no hope for us right off the start. Still, we humans are just too bad at surrendering. We tried to make the best of what we had, banded together, and worked to make the Metro our new home. After all, it might well be the only place left on Earth for humans to live. For a time, we thought we could make it. But, regrettably, the war didn't kill our bad habits. In the relative safety of the tunnels, corruption festered. And when danger came from above the ground, only a few of us stood against it, our numbers dwindling by the day. But I remember we were born for a better life, and I can't accept that I'm destined to grow old and die underground. I don't care if I'm called an idiot. But if even a single shard of the old world still exists out there, I have to find it. Between endless years of hopeless existence and even a single moment of hope,
I must choose hope. I must find that signal. Wir müssten das auf Deutsch hinbekommen. Vielleicht können wir das noch einstellen. Ich denke mal schon. Auf Xbox war es auf Deutsch, ist natürlich klar. Aber die Windows 10 Versionen von den Spielen sind manchmal auch auf Englisch. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das ist schon mal eine geile Präsentation. Alles über 30 Bilder ist akzeptabel. So. So. Wollen wir mal schauen. Hier ist natürlich auch alles auf Englisch. Ja. Ich glaube, das bleibt auf Englisch. Es sei denn, die Untertitel, Subtitles heißt ja eigentlich so, ne? Weiß ich jetzt nicht, werden wir sehen. Moment, hier ist noch andere Sachen. Text Language, hier haben wir es. Sehr schön. German. Vielleicht ist die Sprache jetzt auch auf Deutsch, wenn wir Glück haben. Das Spiel ist nicht mehr lange verfügbar unter Windows 10. Und deshalb möchte ich das mit euch längere Zeit zocken. Ist ruckelfrei auf Ultra-Grafik. So. Ich glaube, da geht's nicht weiter. Moment. Aha. Neue Muni, oder? Geil. Ich hatte das schon länger her, also als ich das auf der Xbox mal probiert habe mit dem Stream, in Standardgrafik, das ist bestimmt schon 4 Monate her oder noch länger. Ja, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Das ist mir schon mal aufgefallen. Aber da gewöhnt man sich dran. Hey.
Sound kann man aber mit dem. Kann man sehr gut orten. Ich habe ein Biodynamics MMX 300 Stereo Headset, aber mit Surround Sound durch einen Turtle Beach DSS Receiver für 60 Euro dazwischen geschaltet. Der erzeugt auf dem Stereo Headset Raumklang. Ja. Dicht gemacht, nö. Das hier weiter? Nö, ne? Müssen wir mal sehen. Volltreffer. Dann werden wir sehen, wo das hier. Ich glaube hier, ja. Knows what Artyom been up to here? How am I supposed to know? Ask him yourself. He radioed from the ring, said he'd be here tomorrow. Hey, you! Leave him alone! I killed him myself with my slingshot. Let him learn to stand up for himself. How else can he hope to survive in the metro? Rise and shine, people! Hang in there, Artyom. You're gonna get a fresh dose of Spartan blood now. Thank you.
Artyom, are you awake? It's okay. The doctor said you'll be fine. Are you trying to kill me with worry? What if next time you don't return from the surface? There's no one out there, Artyom. No one to find, no one to talk to. If there was, don't you think they'd be here already? We've talked about this again and again. You have to accept it. There's only us. Colonel! Hello, Alex. There you are, you stubborn fool. How many times are we going to have this conversation? I don't care if you kill yourself over this silly dream of yours, but don't you see what you're doing to my daughter? Your wife? Dad, please. The order is short on men after the battle for D6, but you leave. People need you, and you pursue your selfish obsession. But now this shit has to stop. There's only Metro, nothing else. And the Order is here to defend it. Because if not us, then who? You look fine to me. So, get ready to go. Then, we'll discuss your transfer to Polis. Come, we need to talk. I'll get the doctor. Artyom? Please, promise me this was the last time. I'll see you later. Artyom, we managed to bring you back from the brink, but people are giving you their blood, which could save so many wounded, and you keep bringing it back irradiated. Don't you think that is unfair? Let me put it this way. I can't promise I'll be able to bring you back next time. Ja, die Grafik ist deutlich besser in 4K und Ultra, so logisch, als auf der Standard Xbox One. Cool. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch verfügbar ist. Deswegen werden wir das priorisieren und jeden Tag eine Folge zocken. Hä? Hä? Well, sadly, it's their job. Job or no job, if they keep doing that. Das kenne ich natürlich alles schon. Ich sag euch, wie weit ich mal gezockt hatte. Wenn soweit ist. I can't believe my eyes. Artyom, you're all right. You gave us a scare, brother. Artyom, how are you, friend? I see you're all right. This calls for a celebration. Artyom. Few more scars and you will be completely irresistible to any woman. Speaking of which, how are you? You just stopped crowding him. Welcome back, Artyom. Privyet, Artyom. All right, you're all dismissed. I give you 2 hours, people. Yeah! Yeah. Oh, it's official. I knew it. Das war richtig abrocken, bro. Eine Woche später. And more of nothing, Artyom. The only thing I can hear is that Geiger counter ticking. yes, and there's also those damn things. Calling all the time. Let's go home, dear, please. Don't you think I'd also love to live on an ocean beach or in a green forest? But what good are these fantasies in a silent world? Silent, Artyom? Because it's dead. We took our time. Time to replace our filters.
Come on, replace your filter. Haven't you spent enough time in the sick bay? Dazu sage ich euch mal was. Den zweiten Teil von Metro, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er hieß, da sind mir irgendwann die Filter ausgegangen und ich konnte nicht mehr neu laden, außer den letzten Speicherpunkt. Ich kam in dem Spiel definitiv denn nicht mehr weiter, gar nicht mehr, weil ich immer verreckt bin. Das war aber der zweite Teil. Der erste Teil hieß, glaube ich, 2033. Den habe ich noch nicht so viel, eigentlich ganz kurz nochmal angezockt. Aber den anderen hatte ich früher auf der PS4 gezockt, genau. Und das ging irgendwann nicht weiter. Ich hoffe, das Problem werden wir hier nicht irgendwann auch bekommen. Father will kill me if he finds out I went up with you. Twice if he learns we've been to a Hansa off-limit zone. Have you been to all these ruins? Was mich wundert, in 4K und Ultra-Grafik ist auf dem Cloud-Gaming-Rechner, ich weiß nicht, ob ihr es unten rechts seht, immer über 30 Bilder. Also 60 Bilder kannst du nicht erwarten. Ich weiß nicht, welche Grafik-Engine das ist. Also die Unreal Engine 4 ist es nicht. Die Cry-Engine vielleicht. Die neue. Oder eine spezielle. Look, maybe you should come back to the order. We'll move to Polis. Dad says he'll arrange a flat for us. Because if not us, then who? A flat with a kitchen and a shower. Let's go in turns here. It's not stable enough. Your turn now. Well, I'd say we're out of the woods. Whoa. Geil, wie das Hallen tut. The Last of Us, der zweite Teil ist jetzt, ja, ich habe vorhin mal die PS4 angemacht. Days Gone hätte ich noch Bock drauf, auf der PS4. Did you hear that? Ist bloß sehr teuer. Es sind noch einige Titel, die ich mir wünschen würde. Der Filter, ja. Und andere Hälfte erhält 11 Minuten. So, Baby, zeig uns den Weg. Runter, ne? Aber auf Xbox One sind sehr viele Spiele verfügbar, vor allem Red Dead Redemption 2. Leider aber nur in Standardgrafik. Aber das würde ich mir alles sonst nicht leisten können. Na, das kenne ich alles noch, ist klar. Ich sage euch, wie weit ich mal gespielt habe. So, da hinten sind sie. Gib Gas, Baby. Wir müssen ihm den Filter sparen. Oh. Die Grafik ist schon geil, wenn man einen richtigen Fernseher hat. Ich habe mir extra einen neuen 4K-Fernseher gekauft. Für 820 Euro. Philips Fotomodus? Moment.
Warum sollen wir jetzt einen Fotomodus aktivieren? Ja, das ist wohl Quatsch. Wir müssen auch richtig anvisieren hier, wa? Da oben müssen wir hoch. Damn, too high. Hey, Artyom, help me get up there. Die Lara Croft, ne? Mit den geilen Pusher. Hey. Gleich kommt eine geile Szene. Schau euch das an. Das bedeutet Lebende. An der Oberfläche. Pass auf, das wird jetzt geil. Lichter aus. You should have checked first, assholes. Artyom, thank God. These people, they're Hansa, not the Order, assholes. They did a number on you. Well, Dad will rip them a new one for that. What's going on in this Moscow of yours, anyways? Of yours? You're putting this like you're not from here. We aren't. Our village is about 200 kilometers from here. What village? You're not from Moscow? Just a regular village. We came here to find the boy's father. Left for Moscow about a year ago and never came back. But then we got caught by this here. You mean there's life outside? Why wouldn't there be any? Sure, there are lots of bad places and lots of beasts around, but we still get by. Artyom, you're right. People really do live out there. We didn't know. We thought we were the only survivors. God, we'll tell the whole metro about this. The heck and the boy out! Hey, you people drove us halfway to nowhere. They can handle it. At least give them their masks back. Ich bin schon wieder gebissen. Alle getötet. Außer uns. Alles kann ich mich nicht mehr erinnern.
Ich glaube, die Story geht locker über 20 Stunden. Ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel, aber so alt nur auch wieder noch nicht. Aha, was hast du denn da? Medipads, das ist gut, ja. Aha. Was ist da hinten für ein Viech, Alter? Ne, die Grafik ist deutlich besser in 4K. Zu der Zeit, als ich das gemacht hatte, hatte ich auch noch gar keinen 4K-Fernseher. Lauf vorwärts. Der Zug. Oh, geil, wie das Pad vibriert. Geile Momente. Daran kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Obwohl ich eigentlich ein gutes Langzeitgedächtnis habe. Dafür aber ein gutes Kurzzeitgedächtnis. So, da oben müssen wir rein. Ich habe den Philips 8303. 2018er Modell. 2018 hat er noch 1700 Euro gekostet. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, sich einen 4K-Fernseher zuzulegen. Sind günstig und qualitativ schon fürs Geld sehr hochwertig. Ja, und der Philips hat natürlich Ambilight und so. Schon ein geiles Gerät. Wir treffen auf jeden Fall gleich auf jemanden. Das kenne ich noch. Dawn. Damn, Watchmen broke through. Workers have done for. Keep your weapon trained on the opening. If anything comes through, shoot. Oben steht einer, da dürfen wir wohl nicht. Attention! The turntable is switching on. Das sieht ultra geil aus. Im wahrsten Sinne des Wortes ist ja auch ultra Grafik. Ich habe 5 Jahre Garantieverlängerung. Auf 5 Jahre insgesamt. So lange soll er locker halten. Ich hoffe, dass er es auch tut, der Philips. Manche raten ja von Philips ab. Ich habe mich oft sehr lange informiert über alle möglichen Fernseher. Habe mich trotzdem für Philips entschieden. Manchmal sind ja auch Trolle dabei und reden was schlecht, was eigentlich gut ist. For interrogation. I can't take you to the main entrance. Too many guards. But we may sneak in from the back. Sehen. Können wir auch speichern? Nee. Schnelles Speichern im Moment nicht möglich. Let's go. Zu lang dürfen die Folgen nicht werden. Es dauert lange, bis YouTube
das im 4K bereitstellt. Let's do it this way. You sneak to the lighting panel and disable it while I distract them. Civil again, Yermak. Stay close to the so wall. You can use your head after all. Yermak, is that you? What are you mumbling? Come here and help me fix this. Yes, sir. Got me already. Come on, come on. Fixing this should be nothing for you. So, er geht einen anderen Weg. Das ist jetzt. Ich hätte ja schon mal ein Problem. Leise. Na los. Komm. Vorwärts. Da habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Das müssten wir jetzt eigentlich schaffen. Ja, das klappt. Ey, mach aus! Ja, zu spät. Genau das hatte ich schon mal. Schnelles Laden. Ich hatte sie schon aus, aber doppelt gedrückt. So, jetzt schaffen wir das. Wunderbar. Let's go. Wait, wait a moment. Wait. He's looking this way, and we need to get to that door. Try distracting him. Look, there's some garbage around. Throw some. Wo ist der Müll? Oh nein. Ja, das, dieser Part ist ein bisschen blöd. Das Problem hatte ich aber beim ersten Mal auch schon. Aber das Spiel ist sonst sehr genial. Also das lohnt sich. So. Wait, wait a moment. Wait. Garbage. Da ist Garbage. He's looking this way, and we need to get to that door. Rechter Button. Great. Now throw it. I hope the noise distracts him. Das Licht muss weg. Auf uns alleine gestellt. Bis hierhin hatte ich aber trotzdem auch noch gezockt. Who the fuck are you?
Deutschland, ne? Und nicht nur Deutschland. Überall. Amtliche Mitteilung. Streng geheim. An Oberstleutnant Wyleaf, Leiter des Nachschubs. Auf Ihre Anfrage vom 23.03. eingehend kann ich berichten, dass die Anzahl der Mitarbeiter in der äußeren Störsenderstation am 1.02. bis 4.786 Leuten liegt, von denen 3.857 der Spezialwache angehören, die mit zusätzlichen Mitteln zum individuellen Schutz ausgerüstet werden. 723 sind Wartungsarbeiter und 206 sind leitendes Personal, stellvertretender Leiter der Spezialabteilung Major Swine. Is this yours? They just left it sitting there. We must get out before they recover. Wunderbar. Guards! You have to go sneak through the courtyard. Take the door the guards are coming through. Here, quick! Let's go! Who are you? Andrei Ivanovich Yermak, the train engineer. Run now! Just get to that hangar and then... Wir spielen bis zum ersten Zwischenspeicher. Kontrollpunkt. Why are you helping us, Andrei Ivanovich? 50 Minuten geht das Let's Play jetzt. I guess I'll tell you later. I hope... Be careful. Artyom, I see the enemy. Give me a boost. Can't really see well with the snowstorm. Don't forget your visibility gauge, Artyom. If you don't move too fast and don't come out into the light, you'll be harder for them to notice. So. Immer noch nicht möglich. Aber bald muss losgehen. Das könnte in die Hose gehen.
Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Attention! The command center came under enemy attack. The attackers are assumed to still be on the base territory. Artyom, I'm changing position. All unauthorized persons are to be fired upon immediately. The hangar is right there. Civilian we're coming through. Missed! Stop covering you! Nein, da! Geil. Great job, Artyom. We're inside. Moment. You can take the mask off, Artyom. Now we have to find Yermak. Können wir jetzt speichern? Im Moment nicht möglich. Aber es wird ein bisschen länger dauern, bis wir das Video hochgeladen haben in 4K. Ab 1080p gebe ich es schon frei. Mache ich es öffentlich. Vorher ist es auf nicht gelistet. So mache ich das bei jedem 4K-Video jetzt. Na? Da ist doch die Leiter, oder? Nee. They just had to attack now, these fuckers. Hey, who's that? Shit! Ah, keine Muni, Alter. Das wird nicht gut gehen. Oder doch? Oh, oh, hätte er mir das ein... Oh! Wir spielen auf leicht. Ich glaube, das ist auch leicht. Das ist natürlich sehr gut. Also ich, das kenne ich hier alles nicht mehr. Wir müssen da rein. Erstmal downstairs. Noch weiß ich, hier unten war. Da ist die Leiter. Nee. Das muss woanders sein. Hier im Zug rein oder was? Was machst du denn hier? The guards won't let us get away. We have to do something about them first. Da hinten ist einer. Do something about the guards. Oh, da sind aber noch einige. Neue Muni brauchen wir. Oh, 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 oh. Natürlich am besten.
Moment. Neue Muni für die AK. Geiler Part. Richtig geiler Part. Wunderbar. Ah. Noch besser. So. Waren das alle? Das Let's Play. Ich hoffe, wir können bald speichern. Man bewegt sich ja noch Licht an den Helmen. So. Was sagst du jetzt? Hä? Wo haben die uns gesehen? Wo seid ihr Bastarde? Oh! Wunderbar. Jetzt kommt unsere Braut. Und wir jetzt... Jawohl. Geil. Are you all right? I'm fine, thank you. Haha. Das kenne ich alles nicht mehr, ist alles neu für mich. They'll be back. I'll go to the engine. It should be ready now. You go up there and switch the turntable mechanism on. And please, be careful. We could easily have the whole base. Ich glaube, wir müssen noch hier weiter, oder? Nicht in den Zug rein. Mehr können wir nicht nehmen, ne? Okay. Moment. Das, was wir noch haben können, egal. So. Fenster auf oder was? Was geht hier ab? Turntable? Aha. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Oha. Oh, da oben sind sie. Explodieren die? Oh. Böse. Da müssen wir jetzt aber erstmal ein bisschen in Deckung. Ich sehe sie nämlich nicht, die Gegner. Also hier wird auch welche erledigen. Jawohl. Jawohl. Oh, jetzt explodiert alles. Oh, 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 oh. Hardcore, geile Sache. Damit hätten wir wohl nicht gerechnet. Klar, Baby.
Steh auf, Baby. Ist das geil. Manuel? Oh. Ne, hier doch nicht lang. Das hier oder was? Komm. Na? Na? Steh auf. Nee, das ist es nicht. Hier oben rein. Doch. Also die erste Folge muss ja so lang gehen. Wir können immer noch nicht zwischenspeichern, aber dann dauert es eben ein bisschen länger, bis es hochgeladen ist. Also freigegeben wird. Hochgeladen ist es schon in 10 Minuten. Mit meiner Leitung, aber nicht freigegeben. Zuerst ist es ja an 360p und dann wird es hochgerendert. Und das dauert seine Zeit. Ja, los jetzt. Raus aus dem Puff hier. Jawohl. Bin ich gespannt, wo wir jetzt hinkommen mit dem Zug. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir das geschafft haben. Boah. Flashlight. Roger, Rat Base, over. Alright, shoot these two. And as for the engineer. Oh, what do you mean, shoot these two? Is don't this the you dare give me the limp soldier. The colonel will give you a piece of his mind now. Colonel, sir, we have a situation here. Honor. Dad! Guys! It's us! Help us! What the hell? Artyom! What are you doing here? Talk about surprise. Colonel, this will mean court-martial for all of you. All right, everyone, shut up! I can't believe this. Just can't. Shit! So this is true? You're working for them? The bastard shot Artyom! Be quiet! How did you end up here? It doesn't matter. You have no idea what you just stuck your heads in. We've no moves left. Hansa can't take this line now. No shit, the watchers won't let no, them. I won't be quiet! What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people from other cities dead! All everyone of them! Women, up. Children! I'll tell you all later. Everything. Gramps, what's going on out there? Down this road. It's fine. At least until 100 click mark. Is there a safe place to stop nearby? Of course. We have to make haste though. They called the cruiser. Right, gentlemen. Artyom and Anna have just made a huge mess. And I can't go back to Moscow now. The wartime legislation dictates they'd be killed. In any case, I have to get them out of town until it all blows over. But you all should stay. Hear me, Major? My people are in no way related to it's not my this call, and you misunderstanding. Well, I fight for the guys no matter what. Of course. Artyom, Anna, they are the with us. Leaves no one behind. All right, Spartans. Throw these overboard and full steam ahead. Come with me, Artyom. Let's catch them there. Guy. I'm so glad the boys supported us. It looks like my father didn't say a word to them about this either. We spent 20 years in Metro, thinking the rest of the world was burnt to a crisp in the war. But they just circled Moscow with those jammers, and we were none the wiser. How perfect of them! Das gibt bestimmt eine Errungenschaft für ein Gamescore. Bisschen Bling machen. Und Sound. Nimmt erstmal die Fahrt auf der Zug. Goll. Boah. Oh. That was just a warning. If you do not comply, we will shoot to kill. Fuck me, that's some armor.
And look at all the machine guns. Happy now? Is this what you were hoping How for? How is this his fault? You knew everything and never said shit! Stop the engine immediately! Oh, fuck! Are you okay? Yeah, just a scratch. Okay, stop it! But I must warn you, our brakes are not in great condition. Yarmak, start slowing down. Let them think we are surrendering. Ah, yes, finally some good sense! Now, keep writing to a stop! Well, the grenades will barely scratch their paint, so... How about from the inside? Not enough explosives. Unless we put everything we have in their firebox. Please, let me do it, Colonel, sir. I will be appointing the volunteers here. Artyom will do it. Why Artyom? Because he started it all, and he better do something about it. Artyom, leap over as soon as we slow down. I will distract him in the meantime. Plastic is that you, Yakov? Yeah, so cut the shit, Miller. There's nowhere to go. You've never been out here. We have. We weren't going to go far, just out of town for a bit till the excitement quieted down. And you just opened fire. Will you let us go if we stop? I have to detain you and bring you back to face trial. You do understand the charges you're facing, right? Desertion. Treason. Are you fucking kidding me? Haben wir keine oder was? Ich drück ihn. Moment. Xbox One Controller nochmal neu anschließen. Jetzt? Jawohl. Bling. Das war eine Errungenschaft. So, jetzt muss die Frage. We have served you people without question for years. We have spilled our blood for the cause. Noch geht's, glaube ich, nicht weiter. I have been a soldier my whole life. I have dedicated my life to my people, my country. But I'll be damned if I give it to parasites like you. Ich glaube, wir müssen hier nur eine Bombe rauflegen. Und dann springen wir wieder rüber und dann war's das mit dem Zug hier, oder wie? Nee, da müssen wir weiter, ne? Ja. Krass. Ich glaube, die Folge wird nicht zu lang, weil dann dauert das 2 Tage, bis das hochgerendert ist. Ne, wir müssen hier weiter, ne? Mach weiter! Hallihallo. Spannend, echt spannend. Was ist denn jetzt? Ich glaube, der Controller macht schon wieder Probleme. Das kann manchmal passieren mit dem Cloud-Rechner. Moment. Jetzt. Ja. Jawohl. Komm! You motherfucker! You're lucky, your daughter! You will all be treated not like defenders, but like rabid dogs! For each of you! Using your part of it through your forehead, you damn cripple! Forget our invisible target! Oh, ich glaube, die kommt von hinten. Komm hoch. Komm hoch, Alter. Oh. Ich weiß nicht, ob das schon zwischengespeichert ist. Ja. Das weiß ich nicht. Wenn wir es nämlich jetzt abbrechen, dann wäre vielleicht alles verloren. So. Das ist gar nicht so einfach. You motherfucker!
Now you've done it! You, your lackeys, your daughters, you all be treated not like deserters, but like rabid dogs! A bullet for each of you! I'm shooting you personally through your forehead, you damn cripple! Forget the original target! With these other little fireballs! Hunt him! Come on! They're going to tear us to pieces! Keine Muni mehr oder was? Nimm die hier. Im Brennraum. Ja, das gibt eine fette Explosion. Schnell rüber, ne? Geil. Das Spiel ist ultra. Der Anfang war noch ein bisschen schleppend, aber es wird bombastischer. Ja, richtig bombastisch. Wow. Noch ein Erfolg. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Oh mein Gott, Artyom! Thank goodness you're okay! Jetzt gibt's aber noch ein Happy End. Now we are not just traitors. We are honest to God enemy saboteurs. Boy. We stopped 100 clicks from Moscow to check our Geiger counters. The thing is, they are all in the green, as if they're in a conspiracy. Still, this amazing piece of news doesn't really impress anyone that much. The guys are all confused as to what to do next. And I'm just waiting for answers. And hoping the commander, whom until recently I trusted implicitly, is going to be extremely persuasive in his reasoning. Geil. Das war das Intro. Ein fettes Intro. 1:16 jetzt. Kann ich oben sehen mit dem Action-Aufzeichnungsprogramm. Why the long faces? We are at a crossroads, so to speak, where everybody can help but wonder. What next? Where do we go from here? Yes. More or less what I expected from you. But you got the picture. So, is your counter functioning? Have you checked it? Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Why won't you answer? Who were those people trying to kill us? Why would they shoot at you, the Order's commander? Explain something, at least! You owe us that! Well, I might as well drop the bomb now. The war did not end. What do you mean, did not end? Let me finish. Most of our cities are destroyed. The rest of the country is probably under enemy occupation. To avoid new nuclear attacks against us, Command chose the only viable course of action. To play dead.
To ensure radio silence, the shield system was created. A network of radio jammers covering Moscow and suburbs. So that some radio enthusiasts wouldn't bring more bombs down on our heads by whining on air. And it's one of these jammers that got disabled by the hands of those present here. Could you not have shared that before? Say, before Artyom took that radio outside and caught all that radiation? No! I only got briefed half year ago under a strict "you talk, you die" policy. And then had to tell my people we were securing a weather station. Sir, with all due respect, if we can't go back, maybe we should advance and move on? I have an idea, but... Artyom, rather than carrying on with this silent disapproval of yours, check the airwaves. We should be out of the jamming range by now, so give it your best try. Look for transmissions from the Ark. Do you understand now why we are traitors in the eyes of command? We shut down a jamming station, shot up the guards, destroyed a patrol train, and ran away from Moscow. Who even needs a trial when the case is so clear? There's no way back now. Which means we have to continue moving forward. Command, what are you talking about? The Moscow Defense Command. Have you ever heard of the Invisible Watchers? I have, but they're just an urban legend. Not at all. They are command. Are you sure they care for more than just protecting their asses? You mentioned the Ark. What's that all about? If Artyom finds their signal, you'll figure everything out. Otherwise, there is nothing to talk about. Do you think finding that Ark of yours is going to fix everything? I do not. But if you have a better idea, then go ahead. Yes, I do. We have to find a good place for people from Moscow, like Artyom always wanted. Giving them all to the enemy? A grand idea. I say, we solve our problems before moving on to saving all Moscow. All right? How is it going, Artyom? Found it yet? There's a whole world out here! A world where we could live! So far, we only know one thing for sure. Radiation levels are nominal. The air Ein Moment. Doch, das ist wieder der Controller. Es ist wieder nicht möglich, schnelle Speichern, aber das ist gespeichert. Aber erstmal müssen wir mit dem Radio hier was machen. So, does anybody live out here? We don't know. Ja? How will they treat us? I don't know that either. Er zählt das Steuerkreuz an. What would they do if they found out there are survivors in Moscow? Again, I don't know. Keep looking, Artyom. There's got to be a signal. Ja. But we do know we've das steht aber momentan nicht, ich weiß nicht. For 20 years we've been lied to. We know they've been killing people. Warum steht das nicht? Is inevitable. In operations of such scale and secrecy. Gut, meine lieben Freunde, wir werden mal sehen. Alle nicht gespeicherten, ja genau. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall gespeichert. Wir werden es bis gleich wissen. Also das, ich habe mal jetzt ein Video hochgeladen. 1:45 war das. Und das hat ganze Tage gedauert, bis es in 4K war. Also das kann jetzt auch länger dauern. Mit dem auch fortsetzen. Das zu testen. We stopped 100 clicks from Moscow to check so, das können wir vorspulen. The thing is, they are all in the green. As if they're in a conspiracy. Mal schauen. Ja, wir hätten das auch schon früher machen können, aber ich wollte nichts riskieren. So. Jetzt müsste das mit dem Radio gehen. Everybody can help but wonder. What next? Where do we go from here? Yes. More or less what I expected from so. Jetzt nimm mal die Finger in der Hand hier, Mensch. Die kommt rein. Have you checked it?
Yes, it's all green. Double checked it. Stepan's in the green too. We don't need masks here. So, they were telling the truth. Who was telling the truth? Ah, das kennen wir alles. Kann man das... Ich überlege gerade, wie man das überspringen kann. Das Gelaber, aber wir müssen ja jetzt irgendwie hier wegkommen. Ja gut, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Vielleicht werde ich mal spoilern, aber das kriegen wir schon hin. Ja, meine lieben Freunde, das war die erste Folge Metro Exodus in Spielfilmlänge. Ja, war sehr geil. Die Hälfte davon kannte ich auch noch gar nicht. Und ja, bombastisch. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch verfügbar ist. Deswegen werden wir jetzt auch jeden Tag mindestens eine Folge Let's Playen. Ja, wir haben heute den 19.06. 21.49 Uhr. Und ihr werdet ja sehen, wann ich das Video für euch bereitstellen kann. Also ich lade das ja hoch, wie gesagt. Mache es aber erstmal auf nicht gelistet. Weil wenn ich es gleich veröffentlichen würde, wäre es in 360p. Und das ist ja miserable Grafik. Deswegen mache ich das immer auf nicht gelistet. Und dann kann ich sehen, ob wann das Video... Also ab 1080p gebe ich das, mache ich es auf öffentlich. Ja, und dann dauert es noch so 2-3 Stunden und dann ist es auch in 4K vorhanden. Ja gut, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben die 290er-Marke an Abonnenten geknackt. Das freut mich natürlich sehr. Ja, ich begrüße die neuen Abonnenten auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auf dem Kanal von Robin Hood. Freut mich, dass ihr abonniert habt. Ja, für neue Zuschauer, schaut euch mal meinen Kanal an. Ich habe schon über 1000 Videos hochgeladen. Über 1100 schon. Ja, wenn euch das gefällt, mein Kanal, dann würde ich mich natürlich weiterhin um Abos freuen. Weil bald haben wir die 300er-Marke geknackt. Das ist für mich ein großer Meilenstein. Also der erste Meilenstein waren 100 Abonnenten, dann 200 und jetzt 300. Am längsten hat es natürlich gedauert, bis 100 Abonnenten da waren. Ja, also wir werden dieses Jahr wohl locker noch die 300er-Marke knacken. Freut mich sehr. Alles klar, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Genießt euer Leben und dann sehen wir uns bestimmt bald wieder. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.